Und da krabbeln die Kakerlaken und Käfer. Ein wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Crimes and Punishment. In der letzten Folge haben wir den Mord hier gesehen und sind jetzt zwischendurch bei Sir Rodney Bentcliffs Büro, also dem Opfer, drin gewesen, haben uns ein paar Sachen angeguckt, haben ein paar Hinweise bekommen. Und hier habe ich jetzt gesehen, geht der Weg ja hier noch rum. Das war am Anfang nicht so ersichtlich, obwohl doch. Aber ist mir wahrscheinlich nicht aufgefallen. Und der geht hier rum und... Oh. Guck mal, das ist sogar offen. Aha. Warum ist das so verbuddelt? Das fällt mir jetzt gerade erst so richtig auf. Huch. Was jetzt? Ach, du Scheiße. Mein Gott, are you all right? I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the Frigidarium. The coal room. Ach, up barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. Nee, Zufall glaube ich nicht. Also, wer hier Sherlock spielt, der glaubt nicht an Zufälle. Vor allem nicht in der Menge hier. Those stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. Genau so ist es. Dafür ist nämlich Lestrade da. Huch, falsche Taste. Okay, wir haben neue Hinweise. Wir haben eine Zange erhalten und die Zange werden wir jetzt benutzen. Bam, bam, bam. Ich bin gerade verwirrt. War die Brille... Ich muss mal die vorherige Aufzeichnung angucken. War die Brille da auch schon da? Was ist das für eine Brille? These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. Okay. Guck mal. Seht ihr das? Das ist ja geil. Die Linse bricht sogar hinten. Seht ihr das? Da? Bricht sogar das... Hier auch? Ne, hier nicht so. Schade, 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 schade. Okay. Was haben wir hier? One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. Okay. Durch die Hitze. Oh. Nehmen wir mal die Glut raus. Okay. Was? Ah. I should analyze this melted metal. It's horrible. So Rodney, he's dead. Can't we speak about it somewhere else? If you have to interrogate me, I'd like to be dressed properly. Do we have to stay here? Can't we go? Ich glaube, wir sind gerade in einer entscheidenden Phase, oder? Bomb. Oh. Genau, in der Phase nämlich bestimmt, ne? Lestrade, bist du's? Mr. Holmes? Ja. I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Nein. Nein, keine Einwände. None, Lestrade. So, wir reden nochmal mit Mr. Phillips. These baths are becoming sinister. Wir reden nicht mit Mr. Phillips. Holmes, I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Das frage ich mich manchmal auch. Was haben wir denn Neues bekommen? Verschwundene Tatwaffe finden, Verdächtigen können wir jetzt verhören, persönliche Gegenstände sind auf der Polizeistation.
Das ist gut. Was haben wir hier noch? Neue Beweise. Ich glaube, wir sollten... Das haben wir schon erfragt. Zumindest von unserem Freund da drüben. So. Wir gehen erstmal nach Hause. In die Baker Street. Denn... wir werden die Sachen, die wir gefunden haben, die werden wir jetzt so ein bisschen... Ne? Genau. Na, das Buch ist aber sehr unscharf heute. Brauchen wir eine Brille? So, einmal haben wir ein Dokument. Forschungsberichte? Nee. Das war 1893, war ein bemerkenswertes Jahr für meine Arbeit. Zeitung, genau. Dann gucken wir mal. 1893. Ah, da. Die große Ausgrabung in Assuan dauerte über 3 Jahre. Sir Rodney Bancliffe leitete das archäologische Mammutprojekt. Dabei wurde eine Mumie mit einem im enukleierten Auge in seltsamer Körperstellung entdeckt. Die rechte Hand war ausgestreckt, als ob die Mumie nach etwas greifen wollte. Das ist doch aber ähnlich gewesen, oder? Sie war zudem ungewöhnlicherweise stehend begraben worden. Aufgrund dieser Besonderheiten wurde sie die verzweifelte Mumie genannt. Am Fundort gab es auch eine lateinische Inschrift. Durch das Auge wurde er bestraft, denn er sah, dass er nicht würdig war. Man nimmt an, dass es sich um keine ägyptische, sondern altrömische Mumie handelt, da einige der Symbole in der Grabkammer eindeutig dem Mithras-Kult zugeordnet werden können. Here it is. Okay. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Schmutz analysieren. Fangen wir mal an. Fokus einstellen ist... Na, guck mal. Das ist, glaube ich, am besten. Genau. Pyrite, otherwise known as Fool's Gold. Ah, okay. White clay particles. Selenite. Interesting. According to the color and its composition, I deduce that this sample is white clay. Now, I need to find which area near London this sample belongs to. Was könnte das wohl sein? Okay, London ist hier und das ist St. Albans. Ist seltsamerweise auch der einzige Ort auf der Karte. Hier ist die Themse. Der einzige Ort auf der Karte, der hier bezeichnet wurde. White London Clay, 8. The sample of dirt belongs to the White London Clay region, located near the city of St. Albans. So, Blut analysieren. Blutprobe. Let us analyze this blood sample. Okay, wir stellen wieder... So. This blood has not coagulated well. It seems very liquid. That is strange. Let us see what is inside it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. Okay, nehmen wir mal. I must take a pipette and place several drops of hydrogen peroxide. Die Pipette, die Pipette. Dann nehmen wir die Pipette. So. Dann fangen wir mal an. Okay. Okay. Water. This blood is heavily diluted with water. Aha. So, das Blut, es war viel Blut, hat er ja gesagt. Ich überlege gerade und resümiere, es war viel Blut. Plus, es, ja, viel und es ist jetzt mit Wasser gefüllt. Ich habe ja eine Vermutung.
Ich hatte ja am Anfang eine Vermutung, als Tatwaffe, weil sie nicht da ist, dass es vielleicht ein Eispickel, also aus Eis, ein spitzer Gegenstand ist. Aber der hätte sich ja nicht so lange in dieser hitzigen Gegend gehalten dort. Also er wäre ja noch schneller geschmolzen. Geschmolzen wäre er ja auch so, dass er auch als Tatwaffe nicht mehr verfügbar ist. Aber was mich am meisten irritiert, ist dieses Blut. Und also die Menge an Blut, dass sie so verwässert ist. Und was wäre denn, wenn die Leiche gefroren gewesen wäre? Oder, ja doch, gefroren. Das wäre rein theoretisch möglich und würde zumindest sehr interessante Ansätze für die Lösung des Falls bringen. Ich bin gespannt. Also das ist meine Vermutung gerade. Mal gucken, ob sie sich bestätigt. This is a piece of metal taken from a brazier. It appears to be silver, but I need to be sure. If it is silver, it will be possible to melt it, since silver's melting point is at around 900 degrees Celsius. Let us compare this sample with a silver penny by testing it with acid. If it changes color to match the result of a reaction with a silver coin, then it is silver. Okay, ein stinknormales Ausschlussverfahren. Nee, Acid brauchen wir. So. Okay, es wird rot. Okay, es ist Silber. The reaction is the same red stain. It is silver. Britannia silver quality. Kann es sein, dass der Raum genauso aussah im zweiten Teil? Ich, ach so, warte mal, wir gucken mal. Die ist ja immer noch da. Und ich kann es nicht bewegen. Die ist immer noch da. Und da lodert ein schönes Feuer. So, wir reisen nach Scotland Yard. Also wie gesagt, meine Vermutung, er war gefroren, lag dann ab 7.20 Uhr bis 7.40 Uhr da drin. Der Nebel war komplett an. Also sprich, dass auch keiner was sehen konnte. Vielleicht war auch einer der Verdächtigen. Moment, es gibt nur einen Schlüssel. Jetzt wird's spannend. Es gibt nur einen Schlüssel. Die Leiche lag vorher schon drinne, weil der Mörder die Leiche mit reingebracht hat. Ah. Oh, das wird interessant. Das wird interessant. Lass es in diese Richtung laufen. Das wird interessant. So. Es ist wie spät? Kann man kaum erkennen. So eine scheiß Uhr. So, dann wollen wir erstmal Dinge begutachten. Was haben wir hier? Eine Karte. A hand-drawn map. Mhm. Okay. An old and rather dirty coin. Warum auch immer. This ring was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the steam room. Oh, der ist gelötet hier oder geflickt. I see the join. This ring was repaired and quite badly too, with silver. Hmm. Was ist das? An Egyptian symbol. It is a very old jewel. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. Geklaut? Rodney Bentcliffe. Rodney Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest. Rausgerissene Seiten. The last pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Bleistift. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. To begin with, a few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. Genau.
Ah, da. Heute habe ich ihn beinahe gefunden. Hä? Ist ja so, als ob er ausgebüxt wäre. Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen. Aha, okay. And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. Da wollen wir mal. Ah, okay. So. Mr. Holmes. Was? Coroner. But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well... Nicht, dass es noch zu unseren Lasten ausgelegt wird. Bericht des Gerichtsmediziners. Der rechte Augapfel wurde von einem Gegenstand mit einer gebogenen Klinge vollständig durchstoßen und ist aufgeplatzt. Die Klinge hat die Orbita auf Höhe des Stirnbeins durchstoßen und ist in den dahinterliegenden Frontallappen und das Corpus callosum vorgestoßen, um schließlich im Kleinhirn zu enden, wo sie hämorrhagische Wunden verursacht hat. All diese Verletzungen haben zum direkten Tod der untersuchten Person geführt. Im Oberlappen der rechten Lunge befindet sich eine alte Verletzung, die mit Mukus und Ablagerung gefüllt ist. Dies kann auf eine chronische Infektion durch Stoffe zurückgehen, die wahrscheinlich in einer Grabkammer eingeatmet wurden. Elemente einer verwesenen Mumie zum Beispiel oder von getrockneten, verfaulenden Lebensmitteln, die als Grabbeigabe dienten. Weitere Verletzungen sind nicht festzustellen. Sir Rodneys Ring erfragen. Eine alte verschmutzte römische Münze erfragen. Geschmolzenes Silber erfragen. Das haben wir auch noch mit erfragen. Gut. Okay, ach, die Leiche können wir jetzt angucken. Das machen wir alles. Das kommt jetzt alles Schlag auf Schlag. Blinkhorns Gegenstand. Gegenstände. An ordinary pencil. Sir Gregory Pitkin, Direktor, an Mr. Blinkhorn. Okay. Sehr geehrter Mr. Blinkhorn, die Interessen, die ich vertrete, machen es erforderlich, dass sich die Situation intern bessert. Im Moment stehen die Ausgrabungsarbeiten im Abkühlraum unter Ihrer Kontrolle. Es gibt jedoch keinen nennenswerten Fortschritt. Es ist Ihnen nicht gelungen, irgendwas von Wert zu finden und wir können den Abkühlraum weiterhin nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das Frigidarium ist ein wichtiges Mosaiksteinchen bei dem Unterfangen, den Menschen heute das Erlebnis der römischen Thermen näher zu bringen. Aus diesem Grund bitte ich Sie dringend, Ihre Arbeiten innerhalb der nächsten 2 Monate abzuschließen. Das sollte genug Zeit für Sie sein, Ihre archäologischen Forschungen in den Thermen zu beenden und einen anderen Ort für Ihre Unternehmungen zu finden. Warum wollte Pitkin, dass Blinkhorn aufhört? Und Blinkhorn ist derjenige, der für die Ausgrabungsarbeiten im Abkühlraum zuständig ist und die... Diese Örtlichkeit ist ja jetzt eingeschüttet, zumindest, oder verschüttet, zumindest der Weg dahin. Okay. Ein Brief von Sir Gregory Pitkin, der Mr. Blinkhorns Arbeit gefährdet. Beide waren ja Gäste. Oh, das wird spannend. Was haben wir da? Da ist nichts drauf. A phial with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. Okay. Halluzinationen. When Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. Hmm.
an embroidered silk handkerchief, a fountain pen with solid gold trim. Sir Gregory Pitkin's visiting card. Okay, das können wir erfragen. Das auch. Ich würde sagen, bevor wir jetzt so weitermachen, machen wir wieder ein kleines Folgenpäuschen und schauen uns dann in der nächsten Folge die Leiche an. Ich würde es sehr stark begrüßen, wenn ihr mich dann wieder mit begleitet, denn ich glaube, es wird noch sehr spannend. Meine These ist, dass das Opfer im Frigidarium oder Frigidarium, wie auch immer, so gekühlt wurde oder woanders, wie auch immer, aber jetzt letztendlich eingefroren war und in der Sauna aufgetaut wurde. Von wem? Das erfahren wir. Und ob es auch so stimmt mit dem Ablauf, das erfahren wir auch. Ich bin gespannt, ob meine blinde These funktioniert, zumindest anhand der Beweise oder Hinweise, die wir gefunden haben. Deswegen bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.